Ja, das Unverbindlichkeitsprinzip, ja, ist ein absoluter Geheimtipp, ja, und ich erkläre auch gleich, was ich damit genau meine und wie das Ganze funktioniert. Und das Unverbindlichkeitsprinzip funktioniert deshalb so gut, weil du zum einen unverbindlich bist und zum anderen sehr verbindlich. Ja, hallo, ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klein Consulting und heute geht es um das Thema B2B-Marketing und das Unverbindlichkeitsprinzip. Ja, das Unverbindlichkeitsprinzip, ja, ist ein absoluter Geheimtipp. Ja, und ich erkläre auch gleich, was ich damit genau meine und wie das Ganze funktioniert. Ist eigentlich todessimpel. Und zwar dieses Unverbindlichkeitsprinzip, ja, hat damit zu tun, dass du in der B2B, Kaltakquise letztendlich immer in drei Stufen arbeitest. Ja, also das bist du hier, ja. Du mit deinem Hörer hier, ja, mit deinem Headset, und du versuchst hier sozusagen zu deinem Entscheider durchzukommen, ja, hier ist dein Entscheider. Du willst das Entscheidergespräch, das ist dein ultimatives Ziel und deinen Termin vereinbaren. Und das Unverbindlichkeitsprinzip funktioniert deshalb so gut, weil du zum einen unverbindlich bist und zum anderen sehr verbindlich. Und das Ganze innerhalb eines Gesprächs. Denn das größte Problem, was du hast in der Telefonakquise, ist, zum Entscheider durchzudringen, weil hier dazwischen 99,9% immer eine Mauer ist. Und diese Mauer ist eine Sekretärin oder der Empfang, ja, oder ein Assistent oder ein Assistent oder sonstiges, irgendwelche Kollegen, irgendwelche Mitarbeiter, ja, oder Kollegen dieses Entscheiders, ja. Und die Art und Weise, wie du da durchkommst, ist, indem du auf dieser Ebene hier, Ebene Nummer 1, verbindlich bist. Ja, das heißt, du gehst rein, als gäbe es hier schon eine Verbindlichkeit. Ja, wenn du dann erstmal hier drinnen bist, wenn du hier angelangt bist beim Entscheider, dann willst du natürlich einen Besuchstermin generieren und das in der Regel schaffst du nur, wenn du einen ersten Termin, einen unverbindlichen Termin machst. Ja, das heißt, du bist hier, bist du verbindlich, du sagst ganz klipp und klar, was du willst, und hier bist du unverbindlich. Also hier sozusagen musst du den Eindruck erwecken, das ist ganz wichtig, dass hier schon eine Verbindlichkeit besteht zum Entscheider, eine Geschäftsbeziehung in irgendeiner Art und Weise. Wenn du dann mal hier angekommen bist, möchtest du einen Besuchstermin und bist unverbindlich. Und das ist das Prinzip der Unverbindlichkeit. Absoluter Geheimtipp, ja, wissen viele nicht und bleiben hier einfach stecken, ja, weil sie entweder zu unverbindlich sind, das heißt, sie sagen, ja, hatten Sie schon mal Kontakt mit dem Herrn Sowieso-Entscheider? Dann sagen sie, nee, hatte ich noch nicht. Zu unverbindlich, wirst du nicht durchgestellt. Oder hier beim Entscheider, wenn sie dann da angekommen sind, zu verbindlich auftreten. Das heißt, ich hätte gerne einen Besuchstermin, ja, wollen Sie mir da was verkaufen? Ja, klar, logisch. 9 von 10 Fällen will kein Entscheider einen Ersttermin, wo er das Gefühl hat oder wo er erwarten muss, dass ihm jemand was verkaufen will.
Das heißt, hier muss das Prinzip der Unverbindlichkeit zum Zuge kommen. So viel, so weit, so gut. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen wieder, einen kleinen Tipp geben für deine Kaltakquise, für deine Telefonakquise in der Zukunft. Daumen hoch und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und tschüss.